Ich stelle euch hier meine Excel-Arbeitsmappe Wortschatzlisten und Analysen mit Excel vor. Da sind zwei Zielgruppen, die ich da im Auge habe. Das eine sind die Menschen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen und einfach nur ihren Wortschatz erweitern möchten, mithilfe dieser Liste, die ihr hier als zweite Tabelle findet. Das andere sind Menschen, die selbst solche Wortschatzlisten anlegen wollen und wollen auch das Verständnis dafür haben, was man machen muss, um solche Listen anzulegen. Also ihr könnt dann, wenn ihr nur die Wortschatzliste als Interesse habt, dann könnt ihr so nach der ersten Hälfte des Videos aufhören. Diejenigen, die verschärftes Wissen haben wollen, also vertieftes Wissen zum Thema Excel, die hören sich dann auch den Rest an, wo ich dann zeige, wie diese Pivot-Tabellen vorbereitet werden. Das, was ihr also hier jetzt seht, könnt ihr euch selbst runterladen. Hier oben ist so ein Link. Aber das sollte man sich direkt mal anschauen, wie man das, wenn man bei YouTube das Video sieht, holt. Ich habe hier mein letztes Video zum Thema Datenschutz. Und da seht ihr, unter dem Video ist hier eine Beschreibung. Und da sind hier Links und da steht HTTPS. OneDrive ist damit gemeint. Das ist also der Cloud-Speicher von Microsoft. Das, was ihr hier als erstes seht, das ist die Excel-Arbeitsmappe zu dem eigentlichen Video. Und das, was ich hier eingebaut habe, das ist die Wortliste zu diesem Video. Weil das Video wird ja erst produziert und kann also da noch gar nicht diese Wortliste enthalten. Ich klicke mal darauf. Ihr seht, jetzt wird OneDrive nochmal gestartet im Browser. Ist das geöffnet? Jetzt habe ich zweimal das Gleiche. Das hier hatte ich eben schon, das kann ich schließen. Und jetzt habe ich das, was ich also gerade über den Link unter dem YouTube-Video gestartet habe. Das kann man sich auch speichern. Das steht hier hinten in Desktop-App öffnen bzw. eine Kopie speichern. Je nachdem, was ihr da für Berechtigungen habt. Also ich habe hier nur Leseberechtigungen erteilt. Und dann hat man die Kopie, damit kann man dann machen, was man möchte. Jetzt will ich euch zeigen, was hier noch auf dem ersten Tabellenblatt steht. Unter dem Bild, wo der Link zum Video enthalten ist, da findet ihr eine Beschreibung. Da ist dann beschrieben, wie man die Einstellungen macht, damit man diese 133 Sprachen für die Untertitel einstellen kann. Deutsch ist das, was ich hier spreche, was also als erstes verfügbar ist. Aber es gibt bei YouTube diese Auto-Translate-Funktion, die man aktivieren kann. Das ist ja auch hier beschrieben. Und dann habt ihr 132 weitere Sprachen. Das ist der Stand vom März 2023, in deren ihr die Videos ablaufen lassen könnt. Unter diesem Hinweis gibt es Quellen und Links zu dieser Arbeitsmappe. Das, was ich im Kurs Datenschutz und Datensicherheit verwende, das Buch vom Herd Verlag, das ist hier auch genannt. Da kann man die Leseprobe öffnen und dann sieht man, wie das aufgebaut ist. Kaufen müsst ihr das nicht unbedingt. Die Wortliste, die habe ich also auch hier untergebracht. Hier steht Herdbuch alle Worte. Ich habe mit dem Verlag gesprochen, wenn ich die Bilder und die ganzen Seiten nicht darstelle, sondern nur die Worte analysiere, dann darf ich das machen, habe ich also abgeklärt vorher. Ich habe dann hier die Playlist mit den 12 Videos. Da habe ich die Transkripte zusammengestellt, werde ich also gleich noch Näheres zu sagen. Und diese beiden Quellen für Vokabulare, die stelle ich also hier gegenüber. Es geht ja um die gleiche Thematik. Das eine ist eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema Datenschutz vom Herd Verlag. Und das andere, das sind die Transkripte aus 12 Videos und die sind frei gesprochen, so wie dieses Video ja auch. Und da werdet ihr dann auch sehen, wenn ihr die Pivot-Tabelle euch anschaut, dass da ein höherer Anteil von bekannten Worten drin enthalten ist, als in dem schriftlichen Dokument vom Herd Verlag. Diese beiden Dokumente bzw. der Wortschatz aus diesen beiden Dokumenten, der wird verglichen mit der B1-Wortliste zum Goethe-Zertifikat für Deutsch als Fremdsprache. Das heißt,
Da sind so 7.000 oder 8.000 Worte drin, die muss man kennen, wenn man das mittlere Sprachniveau erreicht hat. Und ich möchte ja die Worte hauptsächlich bereitstellen, die über dieses mittlere Niveau hinausgehen, damit sich Kursteilnehmer, die ich häufig in meinen Online-Kursen habe, die also Deutsch als Fremdsprache sprechen, dass die ihren Wortschatz erweitern können. Für diejenigen, die dann selbst sowas machen wollen, wie ich es hier zeige, also sie wollen selbst solche Mappen aufbauen, da gibt es eine Playlist von mir, da steht dann Fachvokabulare kuratieren. Da muss man schon ein paar Stunden Geduld haben, um sich das anzuschauen, aber dann kann man das Gleiche machen, was ich also hier bei dieser Erstellung der Arbeitsmappe gemacht habe. Es gibt hier noch eine Quelle, da steht ein Word-Dokument, da sind alle 12 Transkripte enthalten, die ich also hier verwende. Die spielen dann hier unten nochmal eine Rolle. Das Startblatt habe ich damit besprochen. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Wortliste. Die Zusammensetzung der Wortliste kann man am besten anhand dieser Pivot-Tabelle, die als nächstes besprochen wird, erklären. Ich habe ein Buch vom Herd Verlag, ein E-Book. Das hat 24.537 geschriebene Worte. Das habe ich hier so als Oval aufgezeichnet, so als Menge. Dann gibt es meine 12 YouTube-Videos. Die haben zusammen 31.372 freigesprochene Worte. Zusammen sind das dann, so sehen wir es hier, 55.909 Worte, die hier in die Wortliste eingehen. Das, was in die Wortliste eingeht, sind aber häufig Duplikate, das heißt Worte, die häufiger vorkommen. Und oder die Artikel, der, die, das. Und die braucht man natürlich nicht erklären. Hier sehen wir also, es gibt insgesamt 55.909 Worte. Da interessieren aber nur jedes Wort einmal, muss man es erklären. Und das sind insgesamt 7.124 Worte, die beim Herd Verlag im Buch enthalten sind oder bei mir in der YouTube-Liste, in der Playlist. Manche der Worte tauchen auch in beiden auf. Wir sprechen ja. Der Autor, der das geschrieben hat, spricht Deutsch und ich versuche das auch. Und so haben wir dann bei den Unikaten 1558 Unikate, die sowohl bei mir als auch beim Herd Verlag vorkommen. Wenn man den ganzen Wortschatz vergleicht, dann sind 80,3% der Worte, die ich gesprochen habe, die sind auch schon beim Herdbuch enthalten. Das heißt also irgendwie Formulierungen, die Ähnliches beschreiben, da wird man auch ähnliche Worte verwenden. So, das ist also jetzt erstmal die Basis für die Wortliste. Jetzt wisst ihr, die Wortliste kommt also aus zwei Quellen zustande, die ich also jetzt hier erkläre. Wir haben, jetzt muss ich nur die Spalte A noch sichtbar machen, da habe ich ja einfach die Worte durchnummeriert von 1 bis 7.124, das ist dann das letzte Wort. Und dann seht ihr hier, da gibt es Worte, die sind weiß hinterlegt. Das sind die einfachen Worte, die man beim mittleren Sprachniveau schon als bekannt voraussetzen kann. Dieses mittlere Sprachniveau habe ich hier definiert mit dem B1-Referenzwortschatz, der vom Goethe-Institut kommt. Und das sind also, wenn man das hier oben mal anklickt, das sind 6.944 Worte. Die sind also in dem B1-Wortschatz vom Goethe-Institut enthalten. Das ist, wenn das da enthalten ist, dann ist das hier weiß hinterlegt. Ab oder aber oder abgeben oder abgegeben. Diese Worte, die werden als bekannt vorausgesetzt. Ich habe diese Worte dann auch nochmal auf Englisch übersetzt, weil ich habe häufig Kursteilnehmer in meinen Online-Kursen. Die können besser Englisch als Deutsch. Und deshalb steht das hier nochmal in Englisch, aber immer nur ein Wort, nicht, wenn es mehrere Bedeutungen hat. Dann haben wir hier hinten in der Spalte D, da steht ein H, das heißt, das Wort kommt beim Herd Verlag vor. Und wenn in der gleichen Zelle auch noch Unterstrich KR dahinter steht, dann kommt es auch bei mir vor. Ist ja sehr wahrscheinlich, dass Ab und Aber überall mal vorkommt. Wenn da nur ein H steht, dann kommt dieses Wort nur
beim Herdverlag vor. Abbild zum Beispiel steht ein H, kommt nur beim Herdverlag vor. Abbildungen oder Abbildung steht hier. Abbildung kommt bei mir vor, die Mehrzahl wieder nur beim Herdverlag. So, das ist also hier mit der Quelle gemeint. Gibt es also drei Möglichkeiten, entweder nur beim Herdverlag oder nur beim Konrad Rennert, da steht da KR, oder H-KR, dann kommt es bei beiden vor. Dann haben wir hier noch die Spalte in Referenzwortschatz enthalten. Da steht, wenn die Zeile weiß ist, das heißt, es gibt es im Referenzwortschatz vom Goethe-Institut, dann ist das weiß und Eintrag ist wahr. Wenn es nicht enthalten ist beim Goethe-Wortschatz, dann steht da falsch. Das sind also die Filter, die wir hier einstellen können. Wenn man jetzt nur den Wortschatz, der enthalten ist, haben möchte, der schon beim Goethe-Institut enthalten ist, also ein Anteil von den 6.944 Worten, dann kann ich hier einen Filter einstellen. Das geht hier übers Register Daten. Und da haben wir hier einen Filter. Und wenn ich jetzt hier bei Referenzwortschatz hingehe, dann seht ihr, kann ich also einstellen, ich möchte nur das haben, wo wahr steht. Dann habe ich nur noch die weißen Einträge. Ich will mal hier nur meine anzeigen, weil das ist ja hier die Online-Version. Jetzt sind also hier die Worte eingetragen, die im Goethe-Wortschatz vorkommen. Wenn ich hier mal auf das B klicke, dann sehen wir, das sind 2238 Worte hier aus der Liste, die sind schon bekannt. Jetzt schauen wir uns die anderen an, die nicht in der Goethe-Liste enthalten sind. Dann kann ich hier einfach hingehen und wähle aus falsch. Und das war, wähle ich ab, gehe auf Übernehmen und dann sehe ich 4888 Einträge, wo hier falsch steht. Das heißt, das sind Worte, die eben noch gelernt werden müssen, wenn man bisher nur den Wortschatz B1 beherrscht. So, das ist also jetzt erstmal zur Unterscheidung, was ist neuer Wortschatz? Der ist hier gelb hinterlegt und in der Spalte E ist der Eintrag dann mit falsch gekennzeichnet. Also es ist falsch, dass das im Wortschatz B1 von Goethe enthalten ist. So, dann wollen wir hier schauen, wie schauen wir uns jetzt an, was kommt hier nur vom Herdverlag? Da sehen wir, hier ist die Quelle. Und wenn ich jetzt nur haben will, was vom Herdverlag kommt, wähle ich hier ein H aus und gehe auf Übernehmen. Dann sehen wir, wie viele übrig bleiben. Es hat ein bisschen gedauert. Dann sehen wir, 2459 Unikate kommen hier vom Herdverlag. Und wenn man die haben will, die vom Konrad Rennert, das heißt aus den Videos kommen, dann macht man das so, dass hier nur noch die haben, dass wir die haben, die vom Konrad Rennert kommen. So, jetzt habe ich euch gezeigt, wie man hier aus dieser Liste auswählt, abhängig von der gewünschten Quelle. Man kann alle belassen oder man kann sagen, ich möchte nur die gesprochenen Worte vom Konrad hören oder nur die, die im Text vom Herdverlag geschrieben sind. Das können wir hier entsprechend auswählen. So, jetzt wissen wir also über die Filtermöglichkeiten. Jetzt wollen wir uns auch mal so ein Wort anschauen. Was ist denn hier in den Spalten rechts vom Gelben zu sehen? Ich suche mir mal ein Wort raus, gehe ein bisschen nach unten. Da haben wir hier abschöpfen oder abzuschöpfen. Abzuschöpfen, Zeile 121. Schaue ich mal zunächst beim DeepL-Wort. Da steht dann hier Skim, kennen wir ja von Skimming, Online-Betrug bzw. Kopieren von Bankkarten, die noch keinen Chip haben. Das ist jetzt Englisch erklärt, aber ich könnte es ja auch mal auf Ukrainisch versuchen. DeepL macht das. Das ist das entsprechende Wort für abzuschöpfen auf Ukrainisch. Gehen also auch noch exotischere Sachen, Chinesisch vereinfacht. Das wäre es dann auf Chinesisch. Also das ist kein Problem. Man kann sich das sogar vorsprechen lassen, will ich jetzt nicht tun. Ich schließe jetzt mal DeepL. Dann haben wir abzuschöpfen auch beim Open Thesaurus. Da habe ich drauf geklickt und da sehen wir, da wird dann die Grundform
Abschöpfen ist die Grundform. Da kann man draufklicken und dann sieht man die Bedeutung. Etwas, das sich oben auf einer Flüssigkeit befindet, das ist in Klammern gesetzt. Es kann ja auch im Zusammenhang mit Investieren passieren. Das steht hier. Dann haben wir gesehen, wie das beim Open Thesaurus ist. Dann gehe ich nochmal zurück bzw. schließe den. Dann haben wir es hier im Wiktionary, ein Online-Wörterbuch. Da steht auch die Grundform. Ne? Abzuschöpfen ist eine flektierte Form von Abschöpfen. Und wenn ich darauf klicke, dann bekomme ich hier umfangreich Informationen, einschließlich der Möglichkeit, das wieder vorsprechen zu lassen. Also wir sehen, gibt also viele Beispiele zu den Worten, die hier angezeigt werden. Ich gehe wieder zurück oder schließe das Wiktionary einfach mal. Dann habe ich das Wort bei Google. Was findet Google zum Wort abzuschöpfen? Klicke ich darauf und da sehen wir, wie zu erwarten, da stehen hier die Stellen, die wir eben schon hatten, die hochrelevant sind, Wiktionary, Wortbedeutung, Info, Lingui haben wir hier oder Reverso, digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, auch eine ganz interessante Sache, kann man draufklicken, dann sieht man also auch die Entwicklung der Wortbedeutung. Also das ist also ganz schön, brauchen wir also nicht lange suchen. Wir klicken drauf und bekommen dann einiges, was uns weiterhilft. Ich gehe nochmal auf Bing. Ist so ähnlich wie bei Google. Wir sehen hier auch wieder die bekannten Stellen Wiktionary oder digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Die Reihenfolge ist geringfügig anders, aber im Prinzip haben wir also hier die ähnlichen Möglichkeiten. Für diejenigen, die weder Google noch Bing mögen, weil das sind ja Multis, die können dann auch bei DuckDuckGo suchen. Da werden weniger Daten gesammelt, so nimmt man da wahr. Und da haben wir dann auch ähnliche Stellen wie eben. Eben habe ich nicht auf die Möglichkeit hingewiesen, die gab es natürlich bei Google und bei Bing genauso. Hier sehen wir die Bilder zum Thema Abschöpfen, in der Bratpfanne wahrscheinlich das Fett oder hier Schmutz. Oder hier wird Milch ausgekippt oder Öl, was man abschöpft. Dann gehen wir mal zurück. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, sich Videos zum Thema Abschöpfen anzuschauen. Ist also auch einiges genannt. BioNTech, da sollen sicherlich die Corona-Gewinne abgeschöpft werden, sehen wir ja hier. Okay, so, das zu den Suchmaschinen. Jetzt können die aufhören, die nur die Wortliste nutzen möchten, um sich dem Fachjargon zum Datenschutz und zur Datensicherheit zu erschließen. Diejenigen, die schon fortgeschrittene Excel-Kenntnisse haben und wollen sehen, was man mit Pivot-Tabellen machen kann, die bleiben online bei diesem Video. Ich bin in der Tabelle, irgendwo in der Tabelle, das ist wichtig. Und dann gehe ich aufs Register einfügen und wähle dort Pivot Table aus. Jetzt sehe ich rechts so einen Assistenten und da wird mir schon vorgeschlagen, eine Pivot Tabelle zu erstellen. Und das mache ich auf einem neuen Blatt. Die Auswahl der Daten ist schon passiert, von A4, das ist hier oben links die Zelle, wo Nummer steht, bis zur letzten Zeile in der Spalte K ist erschlossen. Dann klicke ich hier auf Neues Blatt und da habe ich die Möglichkeiten, diese Pivot-Tabelle zu gestalten. Ich möchte, dass bei den Zeilen die Quelle vorne steht, also Herd Verlag und Konrad Rennert oder nur Konrad Rennert, diese drei Quellen gibt es. Und dann soll im Referenzwortschatz enthalten, das soll hier bei Spalten stehen. Da, wo falsch steht, das ist also ein neues Wort. Und wo wahr steht, das ist im Goethe B1 Wortschatz enthalten. Jetzt habe ich also den Aufbau schon gemacht. Jetzt muss ich noch ein Feld wählen, was gezählt wird. Da kann ich das Wort, kann ich also hier die Spaltenüberschrift Wort nach Werte ziehen. Dann wird die Anzahl gebildet. Und jetzt haben wir diese Pivot-Tabelle und das ist fertig. Wer
schon mal geschaut hat, dass hier jetzt bei der Tabelle 1, die ist also neu angelegt worden, da steht das Gleiche wie hier bei Pivot-Tabelle, was ich vorher schon hatte. Nur hier habe ich das farbig eingefärbt. Das ist also hier bei Gesamtergebnis, da sind also die Unikate, ob bekannt oder nicht bekannt. Bei falsch stehen die, die über den B1-Wortschatz hinausgehen, und bei wahr, das sind die, die schon im B1-Wortschatz vom Goethe-Institut enthalten sind. Das haben wir hier. Die Interpretation habe ich hier etwas plastischer gemacht. Man kann das hier sehen. Insgesamt, das kann man dann hier aus den Wortlisten entnehmen, die hier unten dann noch erläutert werden, gibt es diese 55.509 Vokabeln, die entfallen hier auf Herd Verlag bzw. auf mich, auf meine transkribierten Videos. Und da haben wir dann die entsprechenden Unikate insgesamt. Da hat der Herd Verlag, obwohl er weniger Worte hat als ich, mehr Unikate, weil ich verwende beim freien Sprechen natürlich nicht die schwersten Worte, sondern ich umschreibe das vielleicht. Dann haben wir hier die Unikate, die im B1-Wortschatz enthalten sind. Und hier hinten, da sind dann die Unikate, die neu zu lernen sind, die über den B1-Wortschatz hinausgehen. Und da sehen wir, 590 tauchen sowohl beim Herd Verlag als auch bei mir auf. Wenn man das zusammenfasst, hat also der Herd Verlag hier zufolge, wenn man diese Unikate alle lernen will, sind das über 3000 Worte, die in der Herdunterlage enthalten sind, die über den B1-Wortschatz hinausgehen. Bei meinen YouTube-Videos, da sind es 2429 Worte, die man nicht in dem B1-Wortschatz hat. Das ist die Aussage hier. Ja, das ist also Thema Pivot-Tabelle. Wer sich damit auskennt, der kennt das und kann sich das also auch schnell anschauen. Man braucht nur die Wortliste haben. Jede Spalte hat eine eindeutige Überschrift. Und dann kann man sich so eine Tabelle, so eine Pivot-Tabelle schnell erstellen. Haben wir ja eben gesehen, hier auf der Tabelle 1. Wenn man das nochmal vergleicht, das ist hier also nicht farbig dargestellt, aber die Zahlen, die hier stehen, sind die gleichen wie hier, nur nicht eingefärbt. Dann habe ich hier noch weitere Tabellen oder Tabellenblätter. Hier steht Herdbuch alle Worte. Da sind genau die Worte in der Reihenfolge drin, die wir hier im Herdverlag haben, wenn man den von Anfang an betrachtet. Datenschutz und Sicherheit, das steht auf der ersten Seite, also alles, wo hier eine 1 in der Spalte C steht, steht auf der ersten Seite. Irgendwann kommen wir dann auf die zweite Seite. Da steht dann Impressum. Und da sehen wir, welche Worte auf der zweiten Seite unbekannt sind. Das sind die gelben, wo falsch hintersteht. Also es ist genau die richtige Reihenfolge wie im Buch. Nur reine Zahlen oder Worte, die nur aus einem Buchstaben bestehen, die habe ich weggelassen. Und so haben wir dann am Ende, wenn ich mal mit Steuerungspfeil nach unten hingehe, da haben wir dann in der letzten Zeile noch meinen Namen drin. Das liegt daran, die Bücher vom Herd Verlag, die als E-Books rausgegeben werden, die sind personalisiert. Da steht auf jeder Seite unten in der Fußzeile mein Name. Das ist dann auch das Merkmal, wo ich dann hinterher beim Seitennummerieren und dem Makro, was dazu gehört, die Seitennummer automatisch ableite. Also ich habe da nicht bei 24.538 Worten die Seitennummer hingeschrieben, sondern das macht ein Makro, was ca. 15 Zeilen enthält. Das könnt ihr aber gerne dann euch noch anschauen. Es steht bei einem der nächsten Videos dann bereit. So, das ist also, was im Herdbuch steht. Jetzt habe ich auch meine Worte aus den Transkripten. Wenn ihr euch das erste Video angehört habt oder wenn ihr euch überhaupt diese 12 Videos angehört habt, die fangen fast immer mit dem Wort Hallo an. Hallo, ich begrüße euch. So steht es ja und so ist es auch hier in dem Video so. Und das letzte Wort in jedem Video, das ist dann also auch in dem Makro zur Nummerierung der Worte, mit welches Video ist das, wo das enthalten ist, passiert.
Das letzte Wort ist dann immer Tschüss und dann fängt das nächste an. Das kann man ja mal machen. Wenn ich jetzt mal Steuerung F eingebe und trage da Tschüss ein als Suchbegriff, dann sehen wir hier, das ist also hier die Zeile 2915. Ich schließe das hier mal. 2915, da sage ich Tschüss und da ist das erste Video zu Ende und das zweite fängt an. Steht dann DSS2 oben drüber. Hallo, ich begrüße euch beim Teil oder Video 2. Ne, so steht das hier. Und so weiter. Also kann man hier sehen, in welchem Video wird welches Wort gesprochen. Hier kann man natürlich dann auch wieder eine Pivot-Tabelle rausmachen. Aber das wollen wir jetzt hier sein lassen. Ich gehe jetzt noch weiter, um den Referenzwortschatz kurz zu zeigen. Das ist ähnlich aufgebaut wie die Wortliste, nur diese Worte sollten alle bekannt sein. Ich fange jetzt auch mal mit der Spalte A an. Da steht nämlich das Wort in Deutsch drin, was im Goethe-Wortschatz enthalten ist. Den zeige ich dann gleich zum Schluss nochmal. Daneben ist die englische Übersetzung. Die habe ich also auch mit DeepL machen lassen. So, die anderen Spalten, die habe ich ja schon erklärt bei der Wortliste. Jetzt gehe ich nochmal zurück zum ersten Blatt und da sehen wir, da ist auch das, was ich eben zum Schluss erklärt habe, Goethe-Zertifikat B1-Wortliste, die will ich euch jetzt zum Schluss nochmal zeigen. Da haben wir sie, die ist also 104 Seiten lang und die habe ich also genauso wie die Worte vom Erdverlag, habe ich also zerlegt in einzelne Worte und habe dann Unikate gebildet und das ist also das, was ich voraussetze. Also da stehen natürlich dann auch Prüfungsziele als Wort drin, weil das taucht hier auf. Ich habe also keine Worte rausgenommen, nur die reinen Zahlen oder Zahlworte habe ich rausgenommen, aber alle Worte, die hier auftauchen, 6944 verschiedene Worte, die tauchen also dann auf hier in der Wortliste. Und da sieht man dann hier, wenn man da nach unten blättert, das sind 6947 steht hier, aber das sind ja oben drüber Zeilen, wo die Verknüpfungen für die Suchmaschinen vorbereitet werden. So, das ist also hier nochmal, wie komme ich hier auf diese Liste? Es ist dieses PDF-Dokument, was ich da zerlegt habe. Zum Schluss möchte ich euch noch ein Angebot machen. Ich bin Mitglied bei ZUM, das heißt der Zentrale für Unterrichtsmedien. Wenn ihr dort auch Mitglieder seid und habt Interesse an der Erstellung von solchen Wortlisten oder Fachvokabularen, dann seid ihr eingeladen, bei mir am Workshop teilzunehmen. Das ist dann für euch kostenlos, weil ihr ja auch ehrenamtlich tätig seid. Wer das nicht macht, der kann auch gern mit mir Kontakt aufnehmen. Dann freue ich mich darüber. Und dann können wir vereinbaren, welche Kosten euch entstehen. Die hängen dann von dem von euch gewünschten Umfang ab. So viel für heute. Und damit sage ich, wie bei den vorangegangenen Videos, zum Ende Tschüss.